Erfurt gegen Zwickau im Steigerwaldstadion, das gab es zuletzt vor 5,5 Jahren. Damals hieß die Realität für beide noch dritte Liga. Zwickau gewann mit 3:0. Jetzt ist die Mannschaft von Rico Schmidt der Außenseiter beim Team von Fabian Gerber. Erfurt Favorit. Tolle Unterstützung auf den Rängen, aber für die erste Aktion des Spiels direkt in der ersten Minute sorgt der Gast aus Zwickau. Eckball Vogt, Kopfball Senkbeil. Sie sind gekommen, um Erfurt zu ärgern. Nach etwa 5-6 Minuten kommt Erfurt aber besser rein und Zwickau schludert. Badu mit der Balleroberung und Zieten mit dem ersten tollen Abschluss der Partie. Aber auch eine exquisite Parade von Hiemann, der den Ball super um den Pfosten wickelt. Zieten, der 14-fache Nationalspieler Jamaikas, mit tollem Abschluss. Aber die Parade von Hiemann noch besser. 20 Minuten rum, Erfurt hat sich langsam eingegroovt. Kanija, Chinona, Elva mit gutem Solo, aber zu wenig Präzision im Abschluss. Rico Schmidt merkt, seine Mannschaft lässt sich zu weit hinten reindrängen. Sein Gegenüber Fabian Gerber findet das gut. 25 Minuten sind absolviert. RWE macht mächtig Druck, aber im Abschluss sind sie noch nicht genau genug. Auch dieser Versuch von Lopez Cabral. Sichere Beute von Hiemann. Es ist aber auch ein sehr umkämpftes Spiel im Steigerwaldstadion. Es wird um jeden Zentimeter gerungen. Ja, Zwickau will die spielerische Unterlegenheit eben mit Kampf wettmachen. Aber Erfurt hat kurz vor der Pause noch einen super Moment. Chinola Elva auf Seaton. Und dann heißt es doch noch 1:0. Die Führung hochverdient und richtig abgezockt gemacht von Seaton. Mit dem rechten Fuß legt er ihn sich vor und schirmt damit auch Sengersdorf vom Ball ab, um ihn dann mit dem linken Fuß trocken unten zu versenken. Richtig starker Treffer vom Mann aus der Karibik. Und schon das dritte in dieser Saison für den 27-Jährigen. Zur Pause reagiert Schmidt, er bringt den Rückkehrer. Zimbo ist auf dem Feld, Zwickaus Torjäger und der beste Regionalliga Nordostknipser aller Zeiten. Aber erstmal geht's wieder in die andere Richtung. Wieder Seaton und wieder Chinola Elva. Das Duo aus der Karibik spielt Zwickau schwindelig. 2:0, 51. Minute, Flickflack obendrauf. Erfurt lässt die Muskeln spielen und spielt einfach den besseren Ball. Das ist für den Mann aus St. Lucia natürlich keine schwere Übung, sein erstes Saisontor. Und RWE läuft jetzt richtig heiß. Nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch auf dem Rasen im Steigerwaldstadion. Zwickau bekommt keine Luft zum Atmen. Badu, Cabral und wieder Chinola Elva. Im Januar war der noch im Probetraining beim FSV Zwickau. Man entschied sich gegen eine Verpflichtung. Erfurt schlug zu. So kann's gehen im Fußball. Der FSV Zwickau ist mit diesem 0:2 noch gut bedient, bekommt offensiv ganz wenig gebacken. Dann aber ein guter Moment, und zwar dieser hier, Marc-Philipp Zimmermann. Wenn es irgendwann ein Lehrbuch für das Kopfballspiel gibt, dann kann der Autor eigentlich nur Marc-Philipp Zimmermann heißen. Ein wunderbarer Flugkopfball mit Wucht und Präzision. Sein 116. Tor in der Regionalliga Nordost. Schellenberg kann da gar nichts machen. Das ist einfach nur Qualität pur. Zwickau zurück im Spiel, aber trotzdem irgendwie nicht zufrieden. Vor allem nicht mit der Leistung von Patrick Kluge. Der Unparteiische hat aber genug von der Meckerei und schickt Rico Schmidt auf die Tribüne. Gelb-Rot für den Übungsleiter. Und während sich der Coach aus dem Spielfeldbereich macht, schlägt Erfurt gnadenlos wieder zu. 70. Minute, Pronicev auf Seaton, Doppelpack für den Jamaikaner. Der hat schon in der MLS und auch in Schwedens erster Liga und in Israel gespielt, kam vom Berliner AK,
Eine echte Top-Verpflichtung von Erfurt. Und abseits ist es auch keins. Pronicev spielt genau im richtigen Moment. Frick hebt es auf. Und Hiemann kann erneut gar nichts machen. 3:1, die Kräfteverhältnisse wieder hergestellt. Aber Erfurt noch hungrig. 78. Minute. Hiemann draußen, aber Seidemann, der ist eingewechselt worden, macht's ganz flott. Und dann Mergel. Arthur Mergel! Volles Brett ins kurze Eck. Da hört Hiemann nur das Zischen an den Ohren. Spielminute, das Tor zum 4:1 entstand. Zum dritten Mal in Folge knipst RWE viermal ein. Sie haben so viel Lust auf Offensivfußball und gewinnen am Ende auch hochverdient mit 4:1 gegen Zwickau. Erfurt hat reif gespielt und verdient gewonnen. Und das ist ein Stück weit auch weiter Lehrgeld oder Lernprozess. Wir dürfen nur nicht permanent davon sprechen, dass es ein Lernprozess ist, sondern wir müssen die Dinge aufs Feld bringen. Und das haben wir in Summe nur für einen kurzen Moment in der zweiten Halbzeit für einen kurzen Moment aufs Feld gebracht. 4. Sieg im 5. Spiel für RWE. Erfurt weiter ungeschlagen und jetzt Tabellenführer. Am Donnerstag geht's weiter bei der VSG Altklinike. Und Zwickau kassiert die 3. Saisonpleite und rutscht auf Rang 14 ab.